Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max und ich muss in diesem Video natürlich wieder sehr vorsichtig sein, denn was wir ja auch vor allem in den letzten Wochen mal wieder gemerkt haben, ist, YouTube ist für viele Leute mittlerweile wirklich kalkuliertes Business. Ich verweise heute nochmal auf das Video von Isle of Cookies, das sich da auch sehr schön dazu ausgelassen hat und finde ich auch ein paar aus meiner Sicht sehr mutige Screenshots darin gepostet hat, denn er kann damit rechnen, dass das einigen Leuten wirklich bitter aufstößt, was er da im Video drin hat. Und auch wenn ich mit den Leuten, um die es da geht, nicht viel zu tun habe, mit einem hatte ich mal was zu tun, mit dem anderen noch nie, ist mir sofort klar, um wen es da geht. Natürlich werde ich das jetzt hier in dem Video nicht erzählen, aber es passt einfach wie die Faust aufs Auge. Und eine ne Frage, die man sich dann drin natürlich auch stellen muss, ist es fair, was YouTuber verdienen? Denn das ist immer ein Punkt, über den wirklich unglaublich viel gestritten wird auch. Und wo dann mehrere Faktoren zusammenkommen, ja. Manche Leute sind schlicht und ergreifend neidisch drauf, die sagen, hey, guck mal, das kann nicht sein, dass der für so wenig so viel bekommt. Die Frage ist eh, was ist viel, was ist fair, was bedeutet wenig, was bedeutet viel, was heißt angemessen? Das sind alles Fragen, die kann man nicht so ohne weiteres beantworten. Und am Anfang will ich noch eine Sache sagen. Natürlich, warum ich aufpassen muss, ist, wie man es auch unter anderem im Video vom Fedor gesehen hat, ganz klar, es ist Business für viele mittlerweile. Und naja, was machen Leute oder Firmen, muss man Unternehmen, die sich in ihrem Business eingeschränkt fühlen durch irgendwelche anderen Leute? Ja gut, ja, die lassen sich das vielleicht nicht gefallen. Dementsprechend muss man immer gucken, dass das, was man erzählt, keinen anderen so sehr jetzt betrifft und einschränkt, dass er da irgendwie auf blöde Ideen kommt und man sich damit rumschlagen muss. So, aber das Video könnte eine ganze Weile dauern. Übrigens, das Video vom Fedor habe ich unten mal verlinkt, weil ich wirklich das unglaublich mutig finde. Ich kann es bloß nochmal sagen, da wirklich tatsächlich Screenshots zu posten. Als erstes mal angemerkt, ist es fair, was YouTuber verdienen? Ich muss dazu sagen, mein Channel ist im Vergleich zu vielen anderen nicht groß. So auch für Deutschland betrachtet, nicht wirklich groß. Ich habe eine Viertelmillion Abonnenten. Ich habe so zwischen, je nachdem, wie viel ich mache, sagen wir mal 500.000 und 1,2 Millionen Views im Monat, je nachdem, wie es mir gerade so danach ist. Wo wir schon beim ersten Thema sind, wie es mir danach ist, ganz klar, ich muss es nicht machen. Das ist eines der größten Vorteile für mich auf YouTube gerade. Ich kann das machen. Ich habe in gewisser Weise auch das Privileg, dass ich es machen kann. Aber ich muss nicht. Warum muss ich nicht? Weil ich einfach, wie gehabt, ganz normal noch einen zweiten Job habe. Oder man könnte auch sagen, YouTube ist mein zweiter Job. Je nachdem, wie man es ausdrücken will. Das heißt, mein Channel ist nicht wirklich groß und auch meine View-Anzahl ist im Vergleich zu vielen anderen auch nicht sonderlich groß. Ich bin allerdings schon eine Weile dabei und ich habe auch schon die ein oder anderen Sachen mitgekriegt. Bei mir haben auch schon einige Marketingleute versucht, mir irgendwelche Sachen einzuflüstern, wie es dann sein muss und dass wir alle ganz dicke sind und was auch immer da so erzählt wird. Das heißt, ich kann euch das Ganze nur aus meiner Sicht erzählen und auch nur mit den beschränkten Erfahrungen, die ich gemacht habe, mit einem Channel, der jetzt natürlich nicht zu den allergrößten gehört. Na, auch für Deutschland betrachtet nicht. Aber was heißt es denn? Übrigens, ich habe dazu schon mal ein Video aufgenommen, habe ich 37 Minuten gelabert, abends im Bett. Habe es aber nicht hochgeladen, weil das Sound echt übel scheiße war. Also, was heißt denn jetzt fair? Da muss man sich, viele Leute sagen, hey, das, was YouTuber verdienen, ist nicht fair, weil die machen ja gar nichts. Ja, das ist immer echt schwierig. Wer bewertet das? Wer schätzt das ein? Ist es mehr wert, jemand, der, keine Ahnung, 15 Stunden am Tag die Straße teert, um es jetzt mal ganz übertrieben zu sagen, oder einer, der Videos macht, worüber sich, keine Ahnung, 2 Millionen Leute kaputtlachen können? Wer möchte sowas denn wirklich objektiv bewerten? Das kann man eigentlich gar nicht. Das kommt immer auf denjenigen an, den du fragst. So objektiv das wirklich zu bewerten ist, es ist wirklich schwierig. Dementsprechend würde ich es mal ganz pauschal sagen, aus meiner Sicht, ich finde es angemessen und auch irgendwo fair, was YouTuber verdienen. Die Frage ist nur immer, auf welchem Weg kommt das Ganze zustande? Aber dazu muss ich vorher einfach noch ein bisschen ausholen, denn es ist einfach so, mal angenommen, ihr seid auf der Arbeit oder was weiß ich, ihr geht noch in die Schule und eure Eltern sagen zu euch, hey, du hast zwar nichts gemacht,
irgendwie nichts anders als sonst, aber du kriegst jetzt statt 50 Euro Taschengeld 100 Euro. Oder euer Chef kommt zu euch und sagt, hey, hier, ich bin heute gut drauf, du kriegst jetzt einfach mal 500 Euro mehr im Monat. Da wird doch keiner sagen, wirklich keiner würde sagen, nee, also sorry Chef, nee, das können wir nicht machen, also ich will mir das auch hart erarbeiten und du kannst mir nicht einfach fürs Nichtsmachen mehr Geld geben. Chef, nein, das können wir nicht machen. Das würde keiner sagen. Das ist, denke ich, auch ein ganz guter Punkt, wo man sich mal überlegen muss, in welcher Situation vielleicht der ein oder andere auf YouTube ist. Ich meine, ich mache auch nicht jeden Scheiß auf YouTube mittlerweile, aber ich kriege dann so mit, was man da so für Angebote kriegt, wo auch wirklich viele interessante Angebote schon dabei waren, wo ich aber auch gesagt habe, also irgendwie, ich weiß ja nicht. Aber es ist einfach so, wenn man sich mal in jemand reinversetzt, der wirklich ein gutes Angebot bekommt, was er machen kann, dass er auch mit seinem Channel und dem, was er sich mit seinem Gewissen, was er sich so vorstellt, vereinbart und was wirklich gut bezahlt ist und er muss dafür jetzt nicht 10 Stunden hart arbeiten oder was weiß ich, er muss dafür einfach das machen, was er sonst auch macht und vielleicht mal irgendwie, keine Ahnung, in der Beschreibung was verlinken. Und dafür kriegt er Kohle, ne? Warum sollte er dann sagen, wenn er das mit sich vereinbaren kann, ich mache es nicht, das ist mir zu viel Geld. Das ist Schwachsinn. Das würde auch sonst keiner machen. Also ich bin der Meinung, sich darüber aufzuregen, wird der Sache nicht gerecht. Und das nächste ist, es wird sich auch immer ganz gerne drüber aufgeregt, so nach dem Motto, die Manager verdienen alle so viel. Und wie kann das sein, so nach dem Motto, einer der quasi in der Fabrik da Dinger zusammenschweißt, kriegt so wenig und der Manager von der Fabrik, jetzt mal rein fiktiv gesprochen, der kriegt so viel. Ja, erstens muss man sagen, gut, Manager, es will kaum einer machen, ist einfach so. Und das nächste ist, ich bin der Meinung, man sollte nicht unbedingt den Manager hauen dafür, sondern derjenigen oder denjenigen, diejenigen, die ihn eingestellt haben. Denn so ein Manager steht ja auch nicht morgens einfach in der Tür und sagt, hey, ich bin euer Manager, ich will jetzt meine 500.000 Euro im Jahr und jetzt manage ich euch. So ist das ja nicht. Der wird ja auch von jemand eingestellt. Und naja, der Typ scheint ja dann wirklich einen ganz guten Vertrag für sich ausgehandelt zu haben. Aus dem Gesichtspunkt, man mag sogar sagen, vielleicht manche vielleicht einen unverschämten Vertrag. Oder das kann man auch auf YouTube übertragen, vielleicht bekommt auch einer aus manchen Sichten unverschämt viel Geld für aus seiner Sicht wenig Leistung. Aber wer würde es nicht machen? So, und das ist der erste Punkt. Ich finde, da auf Leuten auf YouTube rumzuhacken, aus diesem Gesichtspunkt, finde ich blödsinnig eigentlich. Damit muss man einfach irgendwo klarkommen. Und man muss sich da immer an die eigene Nase greifen, würde man das nicht auch machen. Jetzt kommen wir aber zum nächsten Punkt, nämlich wie wird das Ganze gemacht? Und ich habe gesagt, derjenige, der das Ganze natürlich auf seinem Channel betreibt oder auf seinem Channel zeigt, dann muss das irgendwie mit sich vereinbaren können. Natürlich ist das, was Leute mit sich vereinbaren können, auch sehr dehnbar. Also der eine sagt, hey, mir kommt's nicht in die Tüte, dass ich, der fängt schon an, der sagt, ich kann auf gar keinen Fall einen Link in meine Beschreibung machen, damit hat er schon Probleme und ein anderer hat auch keine Probleme, 10 Minuten, was weiß ich, irgendeinen Trailer oder sowas zu zeigen und sich fake-mäßig zu freuen. So, das ist dehnbar. Ich finde es ab dem Punkt schlimm, wo es darum geht, letztendlich die Leute insoweit zu beeinflussen, dass sie quasi nicht durchsteigen oder das nicht erkennen können, auf was sie sich da einlassen. Das kann auf mehrere Arten und Weisen passieren. Ich kann zum Beispiel, wie ich gerade gesagt habe, ein Video über einen Trailer machen und mich übelst freuen. Die Leute, die clever sind, die checken das schon. Die merken das. Man kann nämlich auch nicht sagen, dass alle Leute auf YouTube blöd sind. Also sowohl die Channelbetreiber nicht, als auch die Zuschauer nicht. Das merke ich auch in meinen Kommentaren ab und an. Nein, eigentlich finde ich bei meinen Kommentaren doch relativ oft, dass es auch wirklich gescheite Leute auf YouTube gibt. Also die cleveren Leute, behaupte ich mal, die durchschauen da schon vieles. Das Problem ist einfach mittlerweile auf YouTube, dass halt sehr viele, ich will nicht sagen nicht clevere Leute, aber vielleicht noch sehr leichtgläubige Leute unterwegs sind. Und auch wenn das jetzt dem einen oder anderen übel aufstößt, das weiß ich, aber es ist Fakt,
Da sind einfach oftmals Leute, ich sag mal so von 12 bis 16, 17. So ab 18 werden sie wieder langsam gescheit im Kopf und lassen sich nicht mehr alles erzählen. Das sind nicht Leute, die nicht clever sind. Das sind nicht Leute unbedingt, die blöd sind. Das sind Leute, die vielleicht ein bisschen leichtgläubig sind. Und was man in letzter Zeit wirklich verhäuft, oder schon lange Zeit auf YouTube eigentlich, aber in letzter Zeit wirklich gehäuft sieht, ist, dass eben explizit versucht wird, dieser Gruppe an Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, indem man nämlich einfach irgendwelchen Mist erzählt. Mist, den man selbst gar nicht so sieht. Das kann von, wie gesagt, ein Trailer, über den ich mich fake-mäßig freue, sein, oder aber so nach dem Motto, es gibt auch Leute, die machen auf, oh, mir geht so schlecht, gibt's auch. Dann natürlich das allseits beliebte, dass man seine Fans so liebt und ihnen deswegen jetzt ja mal hier die neuesten Produkttipps näher bringen will und sowas in der Richtung. Wie gesagt, die cleveren Leute checken das schon. Allerdings, es gibt einen riesen Anteil, wo das halt eben zieht. Und da muss man sich nochmal bei der Sache jetzt auch fragen, ist YouTube kostenlos? Das ist eine sehr interessante Frage und ich behaupte mal, nein, YouTube ist nicht kostenlos. Denn diejenigen, die dort Werbung machen, für die muss sich das lohnen. Also es würde keiner Werbung auf YouTube machen, wenn er sich nicht irgendwie irgendwelche Marketingleute im Vorfeld überlegt hat, hey, das ist sinnvoll. Sinnvoll kann verschiedenste Auswüchse haben, ja. Sinnvoll kann auch sein, dass einfach der Name bekannt wird. Aber über einen längeren Zeitraum rechnen die natürlich damit, dass das ihre Verkäufe, ihre Lage verbessert, dadurch, dass sie da Werbung machen. Und irgendjemand muss das ganze Jahr bezahlen. Und das ist wie in vielen Bereichen letztendlich. Dreimal dürft ihr raten, wer es bezahlen darf. Natürlich ihr. Diejenigen, die da zugucken. Nicht unbedingt jeder, aber im Durchschnitt gesehen genau die Leute, die sich's angucken. Irgendwer muss den Krempel doch kaufen. Oder zumindest weitererzählen, dass es sich ein anderer kauft. Sich das Ganze angucken, sich das Ganze verbreiten, dass das bekannter wird. Letztendlich bezahlen die Zuschauer den ganzen Kram. Also aus dem Gesichtspunkt könnte man sagen, na, so wirklich kostenlos ist YouTube an vielen Stellen tatsächlich nicht mehr. Und ich würde auch mal sagen, so ganz, also nee, fangen wir noch mit einer anderen Sache an. Das nächste ist, was mir auch oft auffällt oder was mir da auch ein bisschen übel aufstößt, ist, dass einfach nur immer die halbe Wahrheit erzählt wird. Ich meine, es soll sich letztendlich jeder kaufen, was er will. Das ist mir auch wichtig bei den ganzen Geschichten. Wenn sich das einer alles wirklich kaufen möchte, dann kann er sich das ruhig kaufen. Man sollte den Leuten allerdings dann nicht irgendwas aufs Ohr erzählen, was nicht stimmt und dadurch ausnutzen, dass die Leute zu einem Vertrauen haben. Ja, man kann irgendwo sagen, das machen ja andere auch. Das kann man ja sagen. Man kann ja sagen, hey, Werbung war schon immer so, dass nur die halbe Wahrheit erzählt wurde. Ja, das ist richtig. Es wurden sich auch schon immer irgendwelche berühmten Leute eingekauft, die halt dann ihr Gesicht hingehalten haben und gesagt haben, hey, ich finde hier den Powerriegel gut oder irgendwas. Das war auch schon immer so. Aber ich finde, diese Beispiele treffen es auf YouTube nicht so ganz. Denn es wird ja auf YouTube immer sehr viel Wert gelegt, dass das alles so real ist, ja, so authentisch und real. Und das ist ja in dem Fall dann absolut nicht mehr gegeben, sondern wird im Endeffekt einfach nur irgendwie den Leuten noch vorgelogen, dass es sich halt irgendwie lohnt. Und ich finde, da gehören auch so diese ganzen Lebensweisheiten auf YouTube dazu, wo man den Leuten immer wieder erzählt oder so 0815 Tipps gibt, so nach dem Motto, ja, ihr müsst euren Traum leben und sonst was. Das ist doch Blödsinn. Das ist doch totaler Blödsinn. Nur von ich lebe meinen Traum wird das auch nix. Man muss sich da schon ein bisschen für anstrengen. Und das kommt meiner Meinung nach viel zu kurz. Also da werden immer nur so die halben Wahrheiten reingeschmissen, ja. Und natürlich, dann kann man da nebenbei noch hinweisen, dass man jetzt auch ein Buch dazu geschrieben hat oder dass man jetzt irgendwelche anderen tollen Sachen hier gefunden hat oder dass man jetzt irgendwelche Dinger sich downloaden soll oder wie auch immer. Und dadurch wird einfach das
der Glauben der Leute, dass das ja alles so real und sonst was ist, ausgenutzt, um einfach noch ein bisschen was rauszudrücken. So, ich sehe das Ganze jetzt, dass ich jetzt hier schon 15 Minuten gelabert habe. Da will ich nämlich noch eine andere Sache dazu sagen. Das war jetzt recht negativ gegenüber manchen Channels. Aber ich denke auch auf der anderen Seite schon positiv in Form von, dass ich das absolut nicht schlimm finde, wenn man ordentlich Kohle mit seinen Sachen verdient, wenn man das auf eine Art und Weise macht, die es einfach nicht, die Leute nicht zu sehr ausnutzt. Ja. So, was wollte ich jetzt als nächstes sagen? Genau, wer da auch nicht ganz unschuldig dran ist, sind meiner Meinung nach die ganzen Netzwerke und selbsternannten Social Media Experten und was es da nicht alles gibt. Was da mir manche schon für ein Krempel erzählt haben, das glaubt man teilweise gar nicht. Und natürlich, und ich habe das Gefühl, da sitzen an manchen Positionen tatsächlich Leute, die da irgendwie reingerutscht sind, wo ich mich frage, was machen die an diesen Positionen, ja? Aber letztendlich, ich sag mal, Netzwerke sind an der Sache nicht unschuldig, an dieser ganzen Vermarktungsgeschichte, dass wirklich tatsächlich versucht wird, noch die letzten Sachen irgendwie zu monetarisieren, was aus der Sicht des Netzwerkes wiederum auch nicht gerade verwerflich ist, denn dafür sind sie letztendlich da, die wollen ja auch ihre Brötchen verdienen. Aber sorgt das Ganze dafür, wenn man natürlich jetzt quasi als super realer YouTuber da dasteht und jetzt auf einmal eine Verwaltung, ein Management und solche Leute im Hintergrund hat, die natürlich sehr viel Wert drauf legen, dass man eben vielleicht da noch ein bisschen mehr macht, als man jetzt ohnehin schon macht, dann wandelt sich dieses Ich bin so real und sonst was oftmals auch in, naja gut, ich erzähle halt das, was mir mein Social Media Experte so eingeflüstert hat. Und leider habe ich das Gefühl, klappt das auf einigen, also manche Channels, da ist das voll bewusst. Da ist es dem Channelbetreiber vollkommen bewusst, was er da treibt und wie er die Leute verarscht. Da bin ich mir sicher. Das ist, also vor allem den bisschen Älteren, denen ist das vollkommen bewusst. Es gibt allerdings auch ein paar Jüngere, die selbst das Ganze, die da auch mehr oder weniger so reingerutscht sind, die halt vielleicht gerade mal den Nerv der Zeit getroffen haben, wirklich jetzt auch einen dicken Hype hatten, weil es halt einfach gerade genau das ist, was die Leute sehen wollten, die selbst einfach noch sehr jung sind. Und genauso wie viele Zuschauer noch sehr jung sind und recht leichtgläubig, sind das natürlich die Channel-Betreiber, je nachdem wie alt sie sind und vielleicht noch nicht so viel schlechte Erfahrungen gemacht haben, auch. Und solchen Leuten kann man natürlich wunderbar irgendwelche Dinge erzählen, die sie doch machen sollen, ja. Und ich bin mir sicher, ich meine, ich kenn das von mir, was du erzählt kriegst alles. Wie Pro und wir haben uns alle lieb und wie super das alles ist und eben wir akquirieren hier Leute und dann machen wir das und ach, das ist doch alles super und wir mögen uns alle und wir machen nur das, was du machen willst. Du hast da deine vollste künstlerische Freiheit. Ja, bla. Allerdings lässt man sich das, wenn man jung ist, doch ganz gerne mal aufs Ohr erzählen. Und das ist natürlich auch so ein Problem, wenn man dann quasi durch einen, ich nenne es jetzt mal, wie es ist, durch einen jungen YouTube-Star seine Marketing-Blabla quasi broadcasten kann auf seinem Channel, ist das natürlich für solche Leute ein absolut gefundenes Fressen. Das ist das Beste, was es für die gibt. Ja. Wenn man dem dann auch erzählen kann, das ist ja alles super und sonst was und was du machst, ist top und er glaubt das alles, tja, ich könnte mir vorstellen, das passiert an vielen Stellen auch. So, jetzt habe ich mich tatsächlich mal ein bisschen darüber ausgelassen, über die ganze Geschichte. Ja, wie es letztens der Friseur eigentlich ganz gut gesagt hat, man kann wirklich nichts mehr anfangen, auf YouTube zu gucken. Das ist ein bisschen übertrieben ausgedrückt, weil sobald man was gefunden hat, was einem gefällt und das ein bisschen bekannter wird, also sprich, sich ein bisschen mehr Leute angesammelt haben, denen das gefällt, schon fangen die an, irgendeinen Scheiß zu machen. Schon kannst du es nicht mehr angucken. Und da muss ich ehrlich sagen, da hat er recht. Ich bin der Meinung, das stimmt einfach. Bei leider viel zu vielen Fällen. Und eine Sache, die es, finde ich, mittlerweile auf YouTube, vor allem in Deutschland, recht gut trifft, ist, wenn man wirklich sagt,
dass, wenn man wirklich erzählt, wie es ist, ja, nehmen wir auch mal wirklich so ganz banale Dinger, wie wirklich die Meinung zu einem aktuellen Game. Ja? Und man sagt wirklich, wie es ist, was man dazu denkt. Wie oft ich schon geflamed wurde, weil ich wirklich auch zum größten Teil, nicht immer, muss ich auch zugeben, begründet gesagt habe, was ich an irgendwelchen Games scheiße finde, was du da geflamed wirst. Ich muss sagen, früher hat mich das, ging mir das auch wirklich nahe an vielen Stellen, aber mittlerweile geht mir das vollkommen mehr am Arsch vorbei. Aber wenn man die Wahrheit erzählt, so wie es ist, im besten Fall will es keiner hören. Im schlimmsten Fall wirst du dafür gehasst. Ja, im schlimmsten Fall tatsächlich einfach auch nur dafür gehasst, dass du vielleicht manchen Leuten die Augen geöffnet hast und sie das aber nicht wahrhaben wollen. Das ist auch ein ganz großer Grund für, warum Leute übelst rumflamen, nämlich weil sie einfach erkennen müssen, durch das, was man sagt, dass es irgendwie ihre, ne, ich will nicht sagen Weltanschauung, das ist ein bisschen zu großkotzig, aber einfach ihre Einstellung zu einer Sache komplett verkehrt ist. Und das will man ja oftmals selbst nicht wahrhaben. Deswegen ist man da auch mal ganz gerne zum Flamen aufgelegt. Und wenn man es allerdings schafft, quasi Blödsinn als die Wahrheit zu verkaufen, unterhaltsamen Blödsinn, vielleicht für einige noch, dann ist das super. Also die Wahrheit in dem Sinn wollen eigentlich die meisten Leute gar nicht hören. Oder man wird sogar vielleicht noch für geflamed. Allerdings, wenn man einfach Blödsinn erzählt, ja, also Sachen, die nicht stimmen oder sich Sachen ausdenkt oder irgendwie sinnloses Zeug, ja, und das als so ist es hinstellt, dafür wird man quasi als der Guru verehrt an vielen Stellen auf YouTube. Obwohl man sich, wenn man sich diese Weisheiten und Sachen dann manchmal anguckt, man sich fragt, hey, von wem kommen die eigentlich? Und ist das nicht einfach total oberflächlich und blödsinnig, was da an manchen Stellen erzählt wird und bringt mich überhaupt nicht weiter? Oder wer erzählt mir denn diese Sachen überhaupt, ja? Will mir wirklich ein 17-Jähriger oder ein 16-Jähriger, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie alt die teilweise sind, tatsächlich erzählen, wie ich in meinem Leben was machen soll? Das wirkt für mich nicht glaubhaft. Natürlich muss ich sagen, ich habe, als ich 13 war, mir sowas auch von 16, 17-Jährigen erzählen lassen, weil ich gedacht habe, boah, sind die groß, so nach dem Motto, haben auch schon mal ein bisschen rumgeknutscht, irgendwie, die haben jetzt ja voll den Plan. Ist auf YouTube nicht anders. War früher bei uns genauso. Und ich denke, ich habe jetzt mich wirklich lange darüber ausgelassen und ich habe auch schon einige Videos zu dem Thema gemacht. An der Stelle kann ich bloß noch mal sagen, wenn ihr es nicht gesehen habt, sogar der Rambo, ich weiß nicht, wer ihn noch kennt, hat letztens zu diesem Thema ein halbwegs objektives Video gemacht. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Der Rambo! Das geht doch nicht! Es kann doch nicht sein, dass bei Rambo auf dem Channel, was halbwegs ernsthaftes Objektives, natürlich bin immer noch sinnlos im Rumgeflame, kommt und auf anderen großen Channels so eine Scheiße läuft. Und wie ich gesagt habe, ich habe das Gefühl, oder vielleicht kriege ich es da noch richtig mit, mir fällt das in Deutschland extrem auf. Ich gucke auch wenige deutsche Channels mittlerweile nur noch. Ich finde, es gibt richtig gute Channels, auch international, die ich überhaupt nicht in diese Sache, die ich hier jetzt erzählt habe, einschließen möchte. Wo ich auch wirklich, wirklich viel von halte. Aber leider gibt es zu viele, auf die das zutrifft mittlerweile, was ich in dem Video erzählt habe. Hier mal den Schluss. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.